So, da wären wir wieder. Also die Tür kriegen wir nicht auf. Das Kontrollgerät so funktioniert nicht. Fingerabdruckscanner, ja. Also brauchen wir irgendein neues Partymitglied oder wir müssen irgendeine... Warte mal. Irgendeine Leiche verunstalten. Fällt mir gerade ein. Nutze Messer mit Leichen. Nee, wir haben keine Hand bekommen. Aber gut, das sind ja auch die Mitglieder von Team 1. Die werden gar keine Berechtigung haben, irgendwo reinzukommen. Das heißt, wir brauchen entweder jemanden, der hier in dem Labor gearbeitet hat, oder eine Leiche von jemandem, der hier im Labor gearbeitet hat. Du, das da. Okay, ist hier drin irgendwo Munition gewesen? Nee. Noch eine Sache, die ich ganz gerne testen würde. Ich laufe mal einfach hier im Kreis. Geh nochmal ein bisschen hoch, geh nochmal ein bisschen runter. Ob es random Encounter gibt. Also einfach so, obwohl man schon in einem Gebiet mehrfach durch war, ob nochmal Monster kommen. Weil wenn ja, haben wir ein Problem. Und da ist eine Kiste. Oh. Da ist ein singender Mutant. Was? Ah, benutze Brett. Wer hat das Brett? Questgegenstand da. Benutze Brett mit Brücke. Das gefällt mir gar nichts hier. Diese Brücke weist Spuren abnormer Säurekorrosion auf. Dann sollten wir uns beeilen. Ich sehe da irgendwas drüben auf der anderen Seite. Wie Sie wollen, Sir. nach Ihnen. Netter Versuch, Ovitch. Sie zuerst. Wie wär's, wenn Trondin zuerst geht? Er ist größer als wir beide und... Das war keine Bitte, Ovitch, das war ein Befehl. Also los. Hey, was liegt denn da? Au. Ovitch? Verdammt! Kommt her und helft mir! Ich will nicht in diesem Drecksloch krepieren! Ovitch, halten Sie durch! Wir sind gleich da! Ich hoffe, ihr beeilt euch! Na, welches von euch Viechern will das erste sein, ne? Okay, wir haben schon den Flammenwerfer bei Ovitch. Das war eine sehr gute Idee. Und die anderen beiden kommen wohl nach X Zügen. Die Frage ist, was ist X? Wir können auch nirgendwo in Position bringen, um ihn zu Flammenwerfern. Aber den da. Problem ist, wir kommen da nicht wieder zurück. Das heißt, wir warten einfach genau hier. Ah, wer hat mit... Oh, was machst du? Was zur Hölle? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich dachte, es wäre ein Krabbending, das uns mit den Scheren irgendwie versucht zu beißen. Aber nicht sowas. So, du kriegst nächste Runde 15 Schaden und bist dann nicht tot. Das heißt, wir gehen dahin. Dann erwischt er uns trotzdem. Ja, nee, das sieht nicht gut aus für dich. Vor allem, weil der Raketenwerfer-Typ gleich wieder schießen kann. Jo. Autsch. Oh, ich hätte mich noch umdrehen sollen. Weil jetzt kriegt er einen Bonusschaden bei Rücken. Ja. Gegenangriff. Oh, sehr schön. Waffe wird aufgeladen. Okay. Ovitch ist gleich tot. Der allerdings auch. Das heißt, wir müssen jetzt nur irgendwo hinlaufen. Wo der uns nicht trifft. Oder wir laufen in Nahkampf. Nee. Der ist nur ein Feld groß. Das ist unpraktisch. Lauf. Wir kommen überall hin, wo wir hinkommen. Der hier ist im Weg. Warte mal, du haust ihn und läufst danach noch da hinten.
Ja. Lauf nach da. Gut. Runde beenden. Mann. Verstärkung. Du hast noch 12 Lebenspunkte. So, er dürfte uns jetzt nicht treffen können. Also gar nicht nicht. Weil er kann höchstens bis hier. Er kann nur nach unten schießen, da sind die Rohre im Weg. Also gehe ich jetzt hier hin und benutze ein gutes Heilding, Bandagen auf uns. Runde beenden. Ah, wir sollten Verstärkung kriegen, nicht die. So, du. Ja, egal wo wir jetzt hingehen, er kann uns treffen. Ja, egal wo wir hingehen, er kann uns treffen. Das heißt, wir gehen in Nahkampf, hauen ihn mit einer Axt und hoffen, dass er dann im Nahkampf eine wesentlich schwächere Attacke hat als ein Raketenwerfer. So. Das war wenig Schaden. Schwere Panzerung auch noch. Ja, sehr schön. Runde beenden. Oh, er geht einfach weg und schießt. Ja, das geht natürlich auch. Das ist definitiv ein Nahkämpfer. Wir können wieder hinter die Rohre gehen. Können wir vorher Flammenwerfern? Ja, okay, geh dahin. Flammenwerfer. Mit Glück. Levelaufstieg. Das ist ja sehr praktisch, wo wir gerade am Sterben sind. Weil das ist nur Max-HP, das bringt uns jetzt gar nichts. Entspanntheit 9 von 11. Ich glaube, wir sollten Entspanntheit steigern. Sonst dreht er gleich durch. Das machen wir gleich mal wesentlich höher. So. Also du brennst. Und dann läufst du bitte dahin. Runde beenden. Und ich hoffe, dieser Clown-Typ hat nicht doch irgendeine Fernkampfattacke, sonst haben wir ein Problem. Ah, Verstärkung. Na also. Du hast 22 Leben, kriegst nächste Runde 10 Schaden. Musst jetzt also 12 Schadenspunkte bekommen, sonst haben wir ein Problem mit Ovic. Du willst den da treffen, also musst du da stehen. Sehr gut. 10 Schaden, der müsste nächste Runde tot sein. Müsste ist allerdings immer so eine Sache. Ich gehe mal hier hin und benutze wieder einen Verband. Du. Was? Ich habe gerade D gedrückt. Aus Versehen, weil ich nach rechts gehen wollte. Was macht D? Ich habe irgendwie seine Kampfhandlung unterbrochen, also unterdrückt. Ja, sein Zug ist weg. Das ist nicht schön. Du könntest noch einen Schritt gehen. Dann geh mal einen Schritt drauf zu, damit du dann den da gleich anschießen kannst. Du stehst da, damit er nicht schießen kann. Nee, stell dich mal da hin, dann müsste er sich selber treffen. Aber er ist jetzt eigentlich eh tot, richtig? Ja, 10. Also schwere Rüstung schützt nicht vor Feuer. Also schon mal sehr gut zu wissen. Du gehst da hin. Du hast der Flammenwerfer neue Ladung? Nein. Das heißt, du nimmst jetzt die Pistole. Schrotmunition. Schrotgewehr? Wo kommt das jetzt her? Das habe ich gar nicht. Ah, das hat er aufgehoben. Das war das Ding. Okay. Verfehlt ist nicht gut. Geh mal weg. Du? Kannst du den unten treffen? Nee.
Nee, das ist Rohr im Weg. Okay, du gehst einfach näher ran. Und du machst diese Runde auch mal was. Gewehr. Wollen wir beenden. So, Ovitch. Flammenwerfer. Waffenskill. Feuerschutz. Das ist nicht schön. Kommst du da hinten an? Ja, kommst du. Okay, Ovitch kriegt wieder einen auf den Deckel. Ich hoffe, er kriegt keine 48 Schaden, weil wir können ihn jetzt nicht mehr heilen. Du musst einen Schritt runtergehen. Schießt auf ihn. Oh, Level up. Du steigerst auch Entspanntheit, weil wir gerade gelernt haben, dass das teilweise recht schnell hochgehen kann. Dann steigerst du noch... Ich glaube, wir sollten Genauigkeit bei allen auf 100% bringen. Sonst kommen wir irgendwann mal in Verlegenheit bei einem ganz kritischen Moment, dass wir dann nicht treffen. Also steigere ich das. So. Du gehst dahin. Du... Schießt auf ihn. Gehst weiter ran und Ovitch stirbt eventuell gleich oder kriegt gut einen auf den Deckel. Ah, drehen. Ah, hat sich automatisch gedreht, sehr gut. Guter Ovitch. 24. Machbar. Hardcore Ovitch. Nimm die Axt und hau ihm ins Gesicht. Danach läufst du schreiend weg. Nein. Danach gehst du auch in Nahkampf. Und benutzt die Baseballkeule. Wo ist die Baseballkeule? Ah, du bist gar nicht. Oh. Kriegst im Nahkampf kaum Schaden. Das ist gut zu wissen. Aber er hat die Baseballkeule. Und er müsste Schaden machen. Mindestens 5. Ja. Sehr gut. Weg mit dir. Sphinx, ein Fang. 145 Erfahrungspunkte für Ovitch. Sehr schön. Trotzdem, garstige Aktion. Du benutzt bitte Essen auf Ovitch. Du benutzt bitte Pflaster auf Ovitch. Du benutzt bitte Pflaster auf Ovitch. Du benutzt bitte Pflaster auf Ovitch. So. Dann nimmst du wieder dein Gewehr in die Hand. Hast noch ganze 2 Schuss. Du nimmst dein Gewehr in die Hand, du hast nur ganze einen Schuss. Ovitch hat viel Schuss, ja. Wir könnten die Schrotflinte jemand anderem geben. Aber eigentlich ist es genau die richtige Ausrüstung für Ovitch. Ovitch hat normalerweise jetzt die Schrotflinte. Wenn der Gegner nah genug dran ist, benutzt er den Flammenwerfer. Mit unendlich viel Munition. Und zwischendurch, um Munition von der Schrotflinte zu sparen, benutzt er die Axt. Das heißt, es macht schon Sinn, dass er 3 Waffengattungen hat. Theoretisch hat er noch die Pistole, aber die Pistole nutzt er echt nur im absoluten Notfall. Die Jungs hier sollten öfters mit der Pistole schießen. Das, ja. Aber gut, kommen wir da oben jetzt wieder hin? Weil ich wollte eigentlich zu diesem komischen singenden Mutanten. Und Sullivan, geh bitte vor, der ist schließlich der Chef. Auch wenn er sich gerade gedrückt hat, vorzugehen. Das war eine sehr komische Aktion. Ich will nicht vorgehen. Ovitch, gehen Sie vor. Das ist ein Befehl. Was macht Trentin da unten? Aber hier ist gar nichts. Das ist natürlich... Ja, hier ist nichts. Das heißt, die ganze Aktion war nur für einen Kampf und für die Schrotflinte. Aber na gut. Neue Waffe plus 10 Schuss für eine Waffe ist vertretbar, würde ich sagen. Trotzdem würde ich ganz gerne zu dem singenden Mutanten. Geht's hier durch? Da ist eine Leiter. Nicht schießen! Ich bin ein Mensch! Stehen bleiben! Wer sind Sie? Und was machen Sie hier? Ich heiße Wassili Dobrowski. Ich bin Veteran der russischen Armee, aber ich bin in Polen geblieben, als die Truppen abgezogen wurden. Sind Sie Amerikaner? Unter anderem.
Nicht direkt. Ich bin Pole und habe für Russen nicht viel übrig. Wissen Sie, wir sind Teil der NATO-Streitkräfte. Mehr müssen Sie im Moment nicht wissen. Wie haben Sie es geschafft, hier zu überleben? Ehrlich gesagt, kann ich mir das selbst nicht erklären. Alles ging so schnell. Ich habe zugesehen, wie sich meine Freunde und Nachbarn vor meinen Augen in Zirkusattraktionen verwandelt haben. Wollen Sie damit sagen, dass all diese Wesen einmal Menschen waren?